wunderschönes, zauberhaftes Frühlingswetter mit 20 Grad und da habe ich mich einfach mal spontan entschlossen, meine Kartoffeln jetzt mal in die Beete zu bringen und da habe ich jetzt mal vom letzten Jahr noch eine ganze Kiste übrig und jetzt haben wir mal ein bisschen Spaß mit den Kartoffeln setzen. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ich mache jetzt eine ganz kurze Vorstellung von meinen Kartoffeln, die ich auch dieses Jahr wieder pflanzen werde. Das ist eigentlich wie jedes Jahr üblich. Also ich habe den blauen Schweden zum Beispiel, eine mittelfrühe Sorte oder mittelspäte, je nachdem, wie man es sagen möchte. Dann habe ich die Sorte Nemo, ist eine weichkochende bzw. eine Sorte, die für Kartoffelbrei geeignet ist. Dann habe ich noch die rotfleischige Kartoffel, die rote Emali, auch sehr ertragreich, wie ich finde, letztes Jahr auch. Hat letztes Jahr zum Beispiel einen Ertrag von ungefähr 100 Kilo Kartoffeln, war, konnte sich sehr sehen lassen und vor allem die rote Emali hatte sehr große Knollen. Und dann habe ich noch die Kartoffel, die Annabel, ist eine sehr frühe Sorte. Sehr ertragreich und wenn man die jetzt schon steckt, dann kann man schon Mitte Juni schon Kartoffeln ernten und die bildet richtig große Knollen. Ich bin auch sehr zufrieden mit ihr. Und sonst die Kartoffeln, die habe ich bei mir schon im Dezember im Haus hell vorgekeimt. Deswegen haben sie schon sehr schöne Keimtriebe und die werde ich jetzt im Schrebergarten bei mir reinstecken. Da habe ich Mulchbeete, die habe ich im Herbst mit 30 cm Laub zugedeckt, bisschen, bei manchen Stellen ein bisschen Pappe auch drunter gelegt, ein bisschen Mist und da werde ich die jetzt einfach reinlegen in solche Mulchbeete, werde ich auch immer wieder anhäufeln mit Mulchmaterial, was mir zur Verfügung steht, zum Beispiel mit Stroh oder auch mit Heu. Die Fläche ist jetzt hier sehr groß, da sind noch ein paar Bäume drin, die sind aber noch recht jung und daher werde ich jetzt einfach hier in Ruhe die Kartoffeln jetzt reinsetzen. Ich werde jetzt hier ein bisschen nochmal, wenn Gras vorhanden ist, das wegmachen, auflockern, das ist auch schon ziemlich gut verrottet. Zum Teil, das lege ich dann einfach oben drauf und da werde ich jetzt einfach die Kartoffeln reinstecken. Bisschen tiefer auch, damit die, wenn es noch mal ein bisschen kühler wird, vom Frost geschützt werden und dann einfach wieder mit dem Laub und alles Mögliche zu decken. Und wenn sie dann hochkommen, werde ich sie immer weiter mulchen, dann muss ich sie nicht anhäufen und so gehe ich jetzt einfach die ganze Zeit vor und genieße einfach die Ruhe und die Stille hier in der Natur. Einige Tage später, hat ungefähr jetzt 2 Stunden gedauert, die ganzen Kartoffeln da ins Beet reinzubekommen. Hat deshalb so lange gedauert, weil ich natürlich eine dicke Laubschicht an manchen Stellen aufgelegt habe, so 30 cm. Und da unten drunter war dann die Grasnarbe, die langsam verrottet ist, ein bisschen Brennnessel. Das alles habe ich ein bisschen aufgelockert, ein bisschen auch rausgerissen. Das ist aber nicht ganz so schlimm, weil es fängt ja an zu verrotten. Hab da einfach die Kartoffeln unten reingelegt. Die wachsen trotzdem durch das Gras durch und das Gras verrottet weiter mit dem Laub und durch die Verrottung zusätzlich entsteht Wärme und dadurch profitieren auch die Kartoffeln und die kommen so oder so durch. Und ich habe jetzt da noch eine Grasschicht drüber gelegt und einfach nochmal zusätzlich, damit halt dann die Kartoffeln Leben haben und dieses Leben dann wieder Wärme erzeugt durch die Verrottung und dann immer, wenn sie weiter rauskommen, wie gesagt, dann einfach nochmal eine neue
Mulchschicht drüber, damit die immer weiter höher wachsen und weitere Knollen bilden. In diesem Sinne sind die Erdäpfel jetzt im Boden, warte jetzt nur noch auf den wunderbaren warmen Sommer für eine reiche Ernte. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und dabei noch auf die Glocke drücken. Da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und sonst freue ich mich natürlich auch, wenn ihr dieses Projekt weiteren Menschen empfiehlt, Freunde, bekannte Familien, als auf Social Media Plattformen teilt. Hilft mir wirklich sehr, unterstützt mich auch und ist auch eine kleine Motivation für mich, weiterhin für euch Videos zu machen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.